Weiter mit den Autoencodern. Worum geht es heute? Wie schafft man es, Autoencoder, die ja zumindest bisher Multilayer-Perzeptronen sind, wie schafft man es, diese Multilayer-Perzeptronen tief zu kriegen? Ja, Sie wissen ja schon, neuronale Netze werden dann intelligent, wenn wir sie richtig tief bauen können. Perzeptronen kann man nicht so einfach richtig tief bauen, das geht nicht mehr. Vanishing Gradient schlägt zu mit voller Wucht. Heute kommt der Trick, wie Sie das machen können. Deep Belief Netzwerk heißt dieser Trick und es funktioniert. Das ist unsere Übersicht, was wir alles noch zu tun haben. Also, wir haben jetzt unseren Autoencoder perfekt regularisiert, das ist ja schon mal gut. Aber wir haben noch ein paar andere Probleme am MLP, die Sie schon kennen. Ein Problem beim MLP ist, MLPs können nicht so besonders tief sein. Ja, Sie können in Multilayer-Perzeptronen nicht ohne weiteres so tief bauen wie in 10N zum Beispiel. Liegt unter anderem einfach daran, dass das MLP sehr, sehr, sehr viel mehr Parameter hat. Ja, wir haben gesehen beim Autoencoder, da hatte schon die erste Schicht 10 Millionen Gewichte. Ja, beim Convolutional Layer, beim 10N, da haben Sie für einen Filter, der 3x3 ist, haben Sie 9 Gewichte. Und selbst wenn Sie 100 von den Filtern haben, dann haben Sie 900 Gewichte, also 900 Parameter und noch ein paar Biase dazu. Aber das ist ein Witz gegenüber dem, was wir eben beim MLP haben, wo wir sofort in die Millionen gehen. Und deshalb sind die großen MLPs, die tiefen MLPs, die sind sehr viel anfälliger für Overfitting, die sind sehr viel anfälliger für Vanishing Gradient. Und das, ja, also die Tiefe ist beschränkt. Auf der anderen Seite wissen Sie aber mittlerweile, dass ein neuronales Netz dann anfängt, intelligent in Anführungszeichen zu werden, wenn es tiefer wird. Ein einschichtiges, zweischichtiges ist ein einfacher Klassifizierer, dessen Verhalten wir auch noch verstehen, der noch fast linear sich verhält und so weiter. So richtig spannend wird es erst, wenn es sehr tief wird. Also heißt jetzt die nächste Aufgabe, wir müssen versuchen, unsere Autoencoder, unsere Autoencoder aus Dense-Schichten, aus vollständig verknüpften Schichten, tiefer zu machen. So tief, dass sie eben nicht nur dumme Autoencoder sind, sondern dass sie auch auf sehr spezielle, nicht lineare Art und Weise unsere Daten analysieren können und Muster in den Daten finden können. Das ist gar nicht ganz so einfach. Ein super guter Vorschlag dazu, eine super gute Idee, stammt mal wieder vom Geoffrey Hinton. Die heißt DBN, Abkürzung für Deep Belief Network. Aber bevor wir uns anschauen, was ist das Deep Belief Network eigentlich ist, müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar eine andere Idee, die auch aus der gleichen Gruppe kommt, ein bisschen älter ist, schon im letzten Jahrhundert wieder verortet ist, ist ein anderer Denkansatz für künstliche neuronale Netze, nämlich ein Denkansatz, der mehr auf die Stochastik geht, der mehr auf zufallsgesteuerte Prozesse geht, inspiriert von der Boltzmann-Statistik. Ja, Sie wissen vielleicht noch aus der Schule, dass sich die Geschwindigkeiten oder die Energien von Gasmolekülen bei einer bestimmten Temperatur nach dieser Boltzmann-Statistik verteilen. Das heißt, wenn ich eine sehr kleine Temperatur habe, das ist hier diese Kurve zum Beispiel, dann haben die alle im Mittel eine sehr kleine Energie, vernünftig, aber auch eine relativ einheitliche Energie. Und wenn ich die Temperatur vergrößere, dann passiert nicht das, dass einfach die alle jetzt eine größere Geschwindigkeit kriegen, eine größere Energie bekommen, sondern es passiert, dass die Verteilung breiter wird. Ja, im Mittel wird zwar natürlich die Energie höher, aber die Verteilung wird breiter. Es wird nicht nur einfach dieser Peak verschoben. Und das kann man mit dieser Formel da oben sehr schön berechnen. Was hat das mit uns zu tun? Naja, Sie sehen schon, ja, was da drin steckt, das ist E hoch minus
E durch T, das ist schon fast so was, was wir in unserer Sigmoid-Funktion, in unserer Logistik-Funktion drin haben. Das ist was, was wir in unserer Softmax-Funktion drin haben. Da gibt es einen Zusammenhang. Logisch, da gibt es einen Zusammenhang. Also, was ist die Boltzmann-Maschine, die da hinten sich ausgedacht hat? Die Idee ist, man nehme eine Schicht von Neuronen. Ja, also ein ganz anderes neuronales Netz, als wir es bisher kennen. Wir machen eine Schicht, die kann man zum Beispiel quadratisch machen und man kann auch nur eine Reihe machen, aber wir machen es mal als Fläche sozusagen. Und dann gehen wir her und bauen Verknüpfungen, und zwar sagen, jedes Neuron sei mit jedem anderen verknüpft. Ja, wir machen wieder eine jedes mit jedem Topologie, jeder mit jedem Topologie. Das gibt dann ziemlich viele. Ja? Bei 10 mal 10 haben wir 100 Verknüpfungen schon. Bei 100 mal 100 haben wir 10.000 Verknüpfungen. Also wir haben wieder das gleiche Lied wie beim Perzeptron, dass wir sehr große Gewichtsmatrizen bekommen. Ist auch gut, weil damit können wir da auch viel drin speichern. Jetzt muss ich, um diesen Boltzmann-Gedanken, diesen physikalischen Gedanken einbringen zu können, muss ich dafür eine Energie definieren. Und die Energie kann ich relativ anschaulich einfach definieren. Mit einer Formel, die kennen Sie auch schon, ja, das ist unsere normale Forward-Propagation-Formel im Prinzip. Ich nehme einfach das Gewicht mal dem Wert, dem Zustand des Neurons, und da ich jetzt keine gerichteten Verbindungen mehr habe, sondern die sind ungerichtet, jeder ist einfach mit jedem verbunden und es hat keine Richtung, muss ich jetzt, um die Energie zu berechnen, eben beide Seiten nehmen. Also ich nehme die Aktivierung vom Neuron am einen Ende, Aktivierung Neuron auf der anderen Ende, und das Gewicht dazwischen und multipliziere die drei Dinger einfach miteinander. Und hat sich bewährt, dass wir immer noch einen Bias haben. Ja, dann mache ich noch eine Bias mit. So kann ich quasi die Energie berechnen eines Zustandes meiner Boltzmann-Maschine, meines neuronalen Netzes. Ja, und da kann ich beliebige Zustände reinschreiben und kann mir die Energie berechnen. Die hängt natürlich ganz stark ab von den Gewichten, von den Ws und von den Thetas, von den Biasen. Damit das Ganze nicht unendlich kompliziert ist, machen wir die Boltzmann-Maschine binär. Das heißt, alle Neurone können nur entweder 1 oder 0 sein. Was anderes lasse ich nicht zu. Okay. Was kann ich jetzt machen mit so einem Ding? Die Idee ist, ich nehme zum Beispiel so eine Schicht einer Boltzmann-Maschine und ich speichere da ein Muster ein. Also zum Beispiel eine 1, eine 2 oder ein Zeichen oder sowas. Wie kann sowas gehen? Naja, ich kann ja, wenn ich hier die Energie berechne, kann ich ja im Prinzip mit der ähnlichen Logik auch irgendwie Aktivierungen berechnen. Ja, sodass ich sage, die Gewichte stehen alle fest und jetzt rechne ich mal aus, ausgehend ich von so einem Muster, das ich da reinschreibe, wie sich die Aktivierungen ändern würden, ja, wenn ich die Maschine laufen lasse. Und da die unterschiedlichen Muster in der RBM unterschiedliche Energien haben, heißt das, die sind unterschiedlich stabil. Ein Muster, das eine Niedrigenergie hat, in dem Fall ist es sogar eins, das eine hohe Energie hat, ne, Minus, ja, also Entschuldigung, ein Muster, das eine niedrige Energie hat, wird häufiger kommen als ein Muster, das eine hohe Energie hat. Das heißt, es gibt bestimmte Muster, die entstehen von selbst eher als andere. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich das hin, dass genau die Muster von selbst entstehen, die ich haben will. Also eben, solche Dinger wurden ursprünglich erdacht, eben mit der Idee, das könnte ja quasi so eine Matrix von einem Display sein, ja, wo da ein Buchstabe draufsteht oder eine Zahl, eine Ziffer draufsteht. Und wenn das zum Beispiel eine handgeschriebene Ziffer ist, dann soll das Ding in der Lage sein, diese handgeschriebene Ziffer zu erkennen. Ja, also ich habe hier eine Ziffer, die ist unvollständig, ja, eine 1, da fehlen ein paar Pixel, und die RBM soll in der Lage sein,
daraus wieder die richtige 1, so wie sie mal ursprünglich gespeichert wurde, wieder zu rekonstruieren. Wie kriege ich das hin? Ich brauche eine Lernregel. Ich brauche eine Lernregel. Ja, die will ich Ihnen jetzt aber gar nicht sagen, weil diese Dinger nämlich leider Gottes zwar eine gute Idee sind, aber nicht allzu gut funktionieren. Das Hauptproblem von den Dingern ist, dass mein Speicher im Prinzip identisch ist mit meiner Eingabeschicht. Ja, und wir wissen ja, ein neuronales Netz kann umso mehr, je mehr Neurone da drin sind, je mehr Parameter da drin sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier nur eine 1 speichern will, das geht bestimmt schon in einer RWM dieser Größe, irgendwie kriege ich das hin. Wenn ich da jetzt aber alle Ziffern von 0 bis 9 speichern will, wird es vielleicht schon schwierig. Wenn ich da noch alle Buchstaben mit dazu packen will, dann habe ich ganz viele Muster, dann komme ich ruckzuck an die Stelle, wo ich einsehen muss, das Ding ist zu klein, das hat nicht genug Parameter, um so viele unterschiedliche Muster lernen zu können. Ja, dann muss ich es größer machen. Wenn ich es aber größer mache, dann wird ja auch meine Eingabefläche größer. Dann habe ich auch einen viel größeren Raum an Mustern, den ich abdecken kann. Das heißt, es nutzt mir eigentlich nichts, das Ding größer zu machen, weil ich immer die Fähigkeit mit dem Problem, also wenn ich eine RWM baue, die mehr kann, dann wird gleichzeitig aber auch das Problem größer, das die RWM lernen muss. Und wenn ich die RWM kleiner mache, dann wird zwar das Problem, das die RWM lösen muss, kleiner, weil ich weniger unterschiedliche Muster habe, aber gleichzeitig habe ich einen kleineren Eingaberaum. Also ich kann auch nur einfachere Probleme. Also das beißt sich immer wieder in den Schwanz und das geht so nicht. Ja? Wir müssen irgendwie dahin kommen, dass wir den Speicher, den assoziativen Speicher, den wir bauen will, trennen von der Eingabeschicht. Und das geht. Das geht mit einer Einschränkung, aber es geht. Und zwar die Idee ist klar, wenn ich das trennen will, ich habe es versucht zu visualisieren, man sieht es nicht so richtig gut, ja, dann muss ich eigentlich mehrere Schichten bauen. Ja. Ich muss sagen, ich habe hier meine Eingabeschicht, ja, das ist die hier vorne, und jetzt baue ich eine dahinter. Ich baue noch eine, für Sie dahinter. Ja. Ich baue dahinter nochmal eine zweite Schicht. Und dann habe ich eine Eingabeschicht und eine Speicherschicht. Ja, sowas gibt es sowieso. Das aus Zeitgründen kommt es in der Vorlesung jetzt, glaube ich, nicht dran, aber so ein bidirektionaler Assoziativspeicher, der aus zwei Schichten besteht, die was assoziativ speichern können, ein Muster assoziativ speichern können. Aber hier können wir sowas auch machen. Also eine Eingabeschicht und eine Speicherschicht. So. Dieses Ding ist auch schon aus Mitte der 1980er Jahre und ist eben einfacher aufgebaut als die, also funktioniert einfacher als die richtige RBM, also als die richtige Boltzmann-Maschine und heißt deshalb die RBM, die Restricted Boltzmann-Maschine. Und die will ich Ihnen jetzt ein bisschen genauer erklären, weil die können wir tatsächlich auch heute noch brauchen. Ja, und können damit was Vernünftiges machen. Weil der Geoffrey Hinton hat sich nämlich an die erinnert vor ein paar Jahren und hat eine gute Idee gehabt, wozu man die benutzen konnte. Könnte. Ja, und kann, vor allem nicht nur könnte, sondern kann. Also, ich habe es jetzt wieder ein bisschen vereinfacht in der Darstellung. Ja, mein Layer, die gerade noch eine Fläche war, der gerade noch eine Fläche war, ist jetzt nur noch ein Vektor, ja, damit ich es einfacher malen kann. Also, das hier ist meine Eingabeschicht. Das ist quasi nach außen, das, was wir nach außen sehen, unser Visible Layer. Und wir haben einen Hidden Layer dahinter und wir haben ein Bias-Neuron, ja, das immer feuert. Einfach, damit Sie es nochmal in der Analogie sehen zu unserem normalen Perzeptron. Jetzt brauchen wir unsere Propagierungsregeln. Also, wie wird jetzt Aktivierung aus dem Visible Layer in den Hidden Layer übertragen? Jo, ganz einfach. Die Formel kennen Sie, das ist das gleiche, was wir auch beim Perzeptron haben. Ja, wir nehmen die Aktivierung hier, die ist immer noch nur 1 oder 0, also nur binär. Multiplizieren mit dem Gewicht und addieren das Bias-Gewicht dazu und nehmen dann noch eine Aktivierungsfunktion und hier nehmen wir immer die Logistikfunktion. Warum? Weil die Logistikfunktion, die liefert uns direkt die Logit-Wahrscheinlichkeit. Wenn wir das so rechnen, dann bekommen wir
direkt im Prinzip eine Logit-Regression, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Neuron, das wir hier berechnen, im Hidden Layer 0 ist oder 1 ist. Ja, wir haben jetzt keine skalare Aktivierung mehr, sondern wir brauchen nur 0 oder 1. Also machen wir statt einer normalen Regression eine Logit-Regression. Und Logit heißt, wir wenden die logistische Funktion hier an. Es ist genau die gleiche Mathematik, nur anders interpretiert. Jetzt nicht mehr als Aktivierung interpretiert, sondern als Wahrscheinlichkeit dafür, dass es eine 1 gibt. Deshalb steht hier P für HJ gleich 1. Ja, J ist jetzt wieder mein Index vom Hidden Layer immer. Also P für das erste Hidden Neuron hier ist gleich Logit, Logistikfunktion, mal diesen Term, den Sie kennen. Jetzt hier nicht in Tensorschreibweise aufgeschrieben, sondern in Summenschreibweise. Wenn wir ein Muster wieder rausholen wollen, dann machen wir es einfach andersrum. Ja, dann geht das Ganze einfach rückwärts über die gleichen, sogar über dieselben Gewichte. Unsere Verbindungen sind immer noch nicht gerichtet, sondern wir gehen in beide Richtungen. Also wir gehen über dieselben Verbindungen zurück, tauschen jetzt nur aus, eben hier wird die Aktivierung vom Hidden Neuron genommen, dann wird das Gewicht genommen und dann der Bias. Geoffrey Hinton hat es so begonnen, ich habe hier seine Nomenklatur einfach weiterverwendet. Der Bias für den Visible Layer, den hat er mit A bezeichnet. Ja, wenn man den Bias für den Hidden Layer mit B bezeichnet, dann macht es einen gewissen Sinn, den Bias für den Visible Layer mit A zu bezeichnen. Dann braucht man nicht so viele Indizes unten drunter stehen haben. Ja, und J ist wieder der Index vom Hidden Layer. So ähnlich wie wir es beim Perzeptron auch definiert haben. Okay, das sind unsere beiden Formeln. Mit der können wir ein Muster vom Visible Layer in den Hidden Layer propagieren. Mit der zweiten Formel können wir das Muster wieder zurückpropagieren. So weit, so gut. Jetzt brauchen wir noch eine Trainingsregel. Für die Trainingsregel brauchen wir erstmal einen Loss, beziehungsweise, um auf die Loss-Funktion zu kommen, müssen wir natürlich wieder in unserer physikalischen Boltzmann-Denke erstmal die Energie berechnen. Die Energie ist ganz einfach von dem Ding. Die Energie ist die Energie eines Zustandes, der RBM, kann ich leicht berechnen. Ich berechne einfach die Summe über alle VH-Paare. Ja, Sie sehen, ich habe es da hinten extra noch hingemalt, ja, die Summe über alle VH-Paare mit also VI mal HJ mal dem Gewicht dazwischen und dann noch die Summen über die ganzen Biase. Ja, die Biase von der Eingabeschicht und die Biase von der Ausgabeschicht. Das Ganze negativ, ja, ich hätte auch das minus 1 rausziehen können, wäre vielleicht schöner gewesen. Alles Ganze negativ. Das ist die Summe eines Zustandes VH. Ich habe es ja fett geschrieben, um anzudeuten, das sind Vektoren. Ja, der ganze Vektor V ist der ganze Vektor hier vorne. Und der ganze Vektor H ist der ganze Vektor der rechten Schicht. Ja? Also, die Energie dieses ganzen Zustandes kann ich so ausrechnen. Mit Hilfe dieser Energie kann ich ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass wenn ich das Ding irgendwie mal initialisiere, wie wahrscheinlich basierend auf der Boltzmann-Statistik jetzt ein bestimmtes Muster ist bei einer gegebenen Gewichtsmatrix. Wenn ich eine gegebene Gewichtsmatrix habe, dann bekomme ich nach der Boltzmann-Statistik für jeden Zustand, also für jedes Muster auf der vorderen Schicht, auf der V-Schicht, also auch auf der H-Schicht, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Und die kann ich nach der Boltzmann-Statistik ausrechnen. Das ist eben hier die Formel dazu. Ich brauche diese Energie meines Musters, rechne E hoch minus diese Energie und teile das Ganze noch durch die Zustandssumme. Das ist die Summe über alle Zustände, die es überhaupt bloß gibt. Ja, hier angedeutet, über alle Muster V und H, die es überhaupt bloß gibt, summiert die Energie. Das ist die Zustandssumme. Und damit habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass mein System einen bestimmten Zustand hat. Also anders ausgedrückt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dem Ding eine 1, eine 2, eine A oder irgendein anderes Muster präsentiert bekomme.
wenn ich das irgendwie ansteche. Ja, er sagt, gib mir mal was und er gibt es nach der Boltzmann-Statistik jedes Muster mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass meine W-Matrix, wo ist sie da, dass meine W-Matrix genauso aussieht, dass die Muster, die ich haben will, auch eine große Wahrscheinlichkeit haben. Und die Muster, die keinen Sinn machen, eine kleine Wahrscheinlichkeit haben. Also das eigentliche Training. Dazu braucht man eine Loss-Funktion und man könnte jetzt direkt die Energie als Loss-Funktion verwenden, beziehungsweise diese Wahrscheinlichkeit für ein Muster als Loss-Funktion verwenden. Das wäre eigentlich sogar eine ganz gute Loss-Funktion. Ja? Je größer die Wahrscheinlichkeit, desto mehr ist ja das, was ich haben will. Wir nehmen den Logarithmus als Loss-Funktion, den Logarithmus dieser Wahrscheinlichkeit. Der Grund ist ganz einfach, dann geht die Ableiterei einfacher. Weil wir müssen ja am Ende, wenn wir unser Delta W berechnen wollen, Sie erinnern sich, wie wir unsere Lernregeln berechnen, wir müssen die Loss-Funktion komplett ableiten, den Gradienten bilden. Das heißt also, unser Delta W ist hier genau wie beim neuronalen Netz, Lernrate Eta mal D Loss-Funktion nach DW. Beziehungsweise, wenn ich nur eins haben will, WIJ, dann ist es eben die Loss-Funktion abgeleitet nach DWIJ. Ich erspare es Ihnen jetzt, das auszuxen, aber wir stellen hier wieder fest, dass es wie so oft bei den neuronalen Netzen so ist, das gibt ein paar Seiten Mathematik, bis das alles ausmultipliziert und wieder zusammengefasst ist, und am Ende fällt alles weg. Und da kommt was ziemlich Einfaches raus, also diese Ableitung hier hinten. D log P nach einem Gewicht abgeleitet, da bleibt einfach dieser Term übrig, VI mal HJ minus VI mal HJ, in dieser etwas komischen Schreibweise mit den eckigen Klammern, das ist eine Spezialschreibweise, die auch der Geoffrey Hinton eingeführt hat, heißt, es ist keine Bracket-Schreibweise oder sowas, sondern diese eckigen Klammern, die sollen einfach nur heißen, diesen Zustand hier, den ich meine, die VIs und die HJs, wenn ich mein Muster anlege an der Visible-Schicht und das nach hinten propagiere. Und das zweite, Reconstruct, das meint die Aktivierungen VI und HJ, wenn ich mein Muster hinten anlege und das in die Visible-Schicht nach vorne propagiere. Ja, also ich kann ja so rumrechnen, ich kann so rumrechnen und bekomme natürlich eventuell Unterschiede. Wenn das Ding komplett trainiert ist, dann sollte ich eigentlich keinen Unterschied bekommen. Ja, dann sollte beim Vorwärtstrainieren das gleiche passieren als beim Rückwärtstrainieren. Beim Rückwärts sollte wieder das eintrainierte Muster ja erscheinen. Das heißt, dann hebt sich das hier weg und dann wird mein Delta W 0. Ja, dann brauche ich nicht mehr trainieren, dann habe ich es ja. Und wenn nicht das Gleiche passiert, dann bekomme ich hier einen Term und dann habe ich ein Delta W und dann kann ich trainieren. Also auch, es ist auch plausibel, es ist nicht nur mathematisch korrekt. Das Schöne ist, es ist wirklich mathematisch korrekt. Es ist auch plausibel. Die Schreibweise ist etwas merkwürdig, ja, also nicht irritieren lassen. V und H sind immer nur 1 oder 0. Ja, auch. Klar, ja, wir sind im binären, wir haben ein binäres System, das immer nur, jedes Neuron kann nur 1 oder 0 sein. Das heißt, wenn eins von beiden 0 ist, dann ist so ein Term hier immer 0. Und nur wenn beide 1 sind, bleibt hier was stehen. Okay, das funktioniert aber als Lernregel und damit kann man tatsächlich so ein Ding trainieren. Mit dieser einfachen Lernregel kann man in der Tat mit einer relativ kleinen Lernrate natürlich mal wieder so einen RBM trainieren und kann dann ein Muster eintrainieren, das dann auch wieder zurückgegeben wird, wenn ich ein ähnliches Muster wieder anlege. Wir brauchen ein paar Tricks noch, damit das wirklich gut funktioniert, denn mit dieser Wahrscheinlichkeitsbetrachtung ist das so eine Sache. Wir haben ja immer das Problem bei unseren Optimieren, dass die in einem lokalen Minimum stecken bleiben. Ja, also hier habe ich wieder so eine Fehlerkurve mal aufgemalt, wo man sieht,
Es gibt eben lokale Minimas, und wenn ich an der Stelle hier den Gradienten rechne, dann ist der Gradient eben 0, obwohl ich noch weit entfernt vom absoluten Minimum bin. Und der Trick, wie man sowas lösen kann hier, der heißt Simulated Annealing, simulierte Abkühlung sozusagen, das simuliertes Ausfrieren, könnte man sagen. Und hier steckt ja in unserer Propagierfunktion, da steckt ja immer noch unsere Logistikfunktion drin. Und Sie erinnern sich vielleicht ganz am Anfang der Vorlesung, da hatte ich Ihnen diese Logistikfunktion auch beim OR-Beispiel, beim XOR-Beispiel mit eingeführt. Und da hatten wir hier dieses T mit drin. Ja? 1 durch 1 plus E hoch X geteilt durch T, Temperatur. Die steckt auch bei Boltzmann mit drin. Deshalb nenne ich es auch Temperatur hier an der Stelle. Ja, das ist nämlich von Anfang an die Analogie zu unserem Boltzmann-System und zu unserer Boltzmann-Statistik. Wenn dieses T groß ist, dann erinnern Sie sich, dann ist diese Funktion, diese Logistikfunktion ganz flach. Die ist ganz flach, die ist fast horizontal. Da kommt fast bei jedem Wert, den ich reinstecke für x, kommt eigentlich immer 0,5 raus. Ja, wenn das t riesig groß ist, kommt da immer das Gleiche raus. Das heißt, ich bekomme, egal was ich für eine Gewichtsmatrix habe, bekomme ich immer 0,5, ja, bei einer sehr, sehr hohen Temperatur. Das heißt, meine Zustände sind komplett zufällig. Ja, da ist überhaupt wird gar nichts mehr abgerufen von dem, was trainiert wurde oder irgendwie. Das ist einfach der komplette Zufall, der da passiert. Das ist natürlich sinnlos. Also mache ich die Temperatur ein bisschen kleiner. Damit wird meine Logistikfunktion ein bisschen steiler und wird so langsam so eine Stufe. Ja, aber eine ganz flache Stufe. Flache Stufe heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in diesem lokalen Minimum hier sitze und ich berechne mein neues P, hier, ja, dann berechne ich hier zwar eine Summe, die sagt mir ziemlich genau, was weiß ich, 0,1, ja, aber jetzt kommt meine Logistikfunktion, meine flache, und die sagt über 0,1, da ist die Wahrscheinlichkeit aber trotzdem noch 0,3 oder sowas. Ja. Die ist immer noch fast bei 0,5. Das heißt, obwohl eigentlich mein Gewicht sagt, hier ist kein Gradient mehr, bekomme ich trotzdem über die Logistikfunktion eine große Wahrscheinlichkeit, dass der hier weghüpft. Dass das P sich ändert. Das heißt, wenn ich das Ganze mit einer großen Temperatur betreibe, wenn ich die RBM mit einer großen Temperatur betreibe, dann hüpfe ich hier ganz wild hin und her und bleibe nicht in diesem lokalen Minima hängen. Hat aber natürlich auch einen Nachteil, weil ich kann dann auch da unten nicht reinkommen. Ja? Weil hier hüpfe ich ja auch wieder hin und her. Dann ist er mal da unten, aber er hüpft trotzdem wieder weg. Ist auch schlecht. Deshalb macht man das Ganze als Simulated Annealing. Das heißt, ich fange mit einer hohen Temperatur an, hüpfe wie wild über die ganze Fläche, über die ganze Überfläche hier drüber, meine Fehleroberfläche. Und dann mache ich die Temperatur langsam kleiner. Ich mache sie kleiner, ich mache sie kleiner, ich mache sie kleiner. Und irgendwann rutsche ich dann eben in so ein Tal rein. Und wenn die Temperatur klein genug ist, kann ich aus diesem Tal nicht mehr raushüpfen, sondern er hüpft bloß noch hier innerhalb dieses Tals hin und her. Und dann wird die Temperatur immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Die Schritte werden immer kleiner und am Ende bin ich da am absoluten. Also Simulated Annealing ist eine sehr, sehr gute Methode, um solche Optimierungsprobleme zu lösen, die frühzeitig hängen bleiben an irgendeiner Stelle. Das ist hier schlimmer noch als bei unseren normalen neuronalen Netzen. Dort haben wir das Problem teilweise auch. Und wenn Sie mal in die Doku vom Helferlein-Paket geguckt haben, dann haben Sie vielleicht festgestellt, dass die TB-Train-Methode eine Möglichkeit bietet, die Lernrate in jeder Epoche ein bisschen zu verringern. Immer mit 0,99 oder mit 0,999 zum Beispiel zu reduzieren. Das haben wir beim Outdoor-Encoder auch benutzt, wenn Sie sich erinnern. Das ist genau das Gleiche. Im Prinzip genau das Gleiche. Wir fangen mit einer relativ großen Lernrate an, machen große Schritte, hüpfen über lokale Minima drüber problemlos und mit der Zeit machen wir die immer kleiner, sodass quasi das System ausgefroren wird und am Ende sich auf das absolute Minimum konzentriert und dort auch lernt. Also, das, was wir mit dem Lernratendecay erreichen beim
Beim normalen neuronalen Netz, beim Perzeptron, erreichen wir hier über das Simulated Annealing, indem wir das T reduzieren. Könnte man auch natürlich so ähnlich beim Perzeptron machen. Ja, ist richtig. Ist nur umständlicher, weil man dann immer die Aktivierungsfunktion ändern muss. Aber im Prinzip ist es auch eine Möglichkeit, Perzeptronen zu optimieren, indem man die Temperatur der Aktivierungsfunktion von groß nach klein macht, Simulated Annealing am Perzeptron macht. Ist aber unüblich, man braucht es dort nicht. Ja? Dort geht es mit der Lernrate genauso gut. Hier ist es ganz gut. Also, den Trick brauchen wir noch. Ich erkläre es deshalb so ausführlich, weil das ist eine Idee oder ein Lösungsansatz, der bei ganz vielen Optimierungsproblemen gut funktioniert. Nicht nur da, ja, beim Perzeptron auch. Wenn Sie vielleicht irgendwas ganz anderes irgendwann mal optimieren müssen, ist das eigentlich immer eine Strategie, die man verwenden kann, wenn ein Optimierungsproblem frühzeitig hängen bleibt und nicht das absolute Minimum findet. Also merken Sie sich's, ja? Gut. Hier nochmal zusammengefasst, wie das Training von diesem Ding da jetzt funktioniert. Ja, wir legen an unsere Visible-Schicht den Input an. Wir propagieren die binären Zustände in die Hidden Schicht hinten rein über die Gewichtsmatrix. Wir propagieren das wieder zurück nach vorne. Dann berechnen wir diese beiden Produkte. Die kann man natürlich auch in Tensorarithmetik berechnen. Das ist im Prinzip ist das VI mal HI transformiert. Ja, wir müssen es transponieren. Also VI mal HI transponiert, VI mal HJ transformiert vorwärts und VI mal HJ transformiert rückwärts. Das gibt uns unser Delta W. Und das Ganze machen wir so lange, bis das Ding selbst konsistent ist, das heißt, bis sich es nicht mehr ändert. Ja, bis ich beim Vorwärtstrainieren, Rückwärtstrainieren immer wieder das gleiche Muster bekomme, bis sich das Muster nicht mehr ändert. Dann ist es perfekt trainiert. Wir machen das Ganze, meistens macht man es mit Simulated Annealing, weil sonst finden wir den richtigen Zustand nicht. Ja, man muss mit einer großen Temperatur anfangen und wird dann eine kleinere, immer die Temperatur immer weiter verringern. So. Was kann man jetzt damit machen? Ja, jetzt kann man hergehen und zum Beispiel so eine 1 trainieren. Ja, ich habe jetzt hier nur die Visible-Schicht dargestellt. Die andere, die steckt dahinter. Ja, die Hidden Layer, der ist da hinten, der ist jetzt dahinter, den sehen Sie nicht. Ich packe hier eine 1 rein, trainiere so lange vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, bis die 1 konsistent bleibt, bis die da bleibt. Ja, wenn ich die 1 anlege, soll nachher auch die 1 wieder da bleiben. Das bedeutet, die 1 hat die beste Energie. Ja, die 1 hat die größte Wahrscheinlichkeit. Wenn ich das hier anlege, dann kommt das Muster mit der größten Wahrscheinlichkeit eben hinten auch wieder raus. Jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, jetzt lege ich mal nicht die 1 an, sondern ich lege was an, was fast eine 1 ist. Ja, das sind ein paar Pixel falsch. Und dann soll natürlich auch wieder die 1 rauskommen. Aber jetzt kommt das Interessante an den Dingern. Wenn ich die Temperatur beim Recall-Prozess hier ganz klein mache, dann kommt natürlich eine 1 wieder raus, logisch. Wenn ich aber die Temperatur beim Recall-Prozess auch größer mache, dann bekomme ich da auch wieder einen Zufall ins Spiel, mit in mein Ding rein. Und dann kommt hier beim Recall nicht eine 1 wieder raus, sondern eine fast 1. Ja, dann kann das Fehler haben. Welchen Sinn hat das, ein neuronales Netz zu bauen oder eine Maschine zu bauen, die ich extra so designe, dass sie Fehler machen kann? Ja, das ist genau der Trick an der Sache und das ist genau die Idee, warum das vielleicht für manche Probleme gut ist. Denn es gibt vielleicht Probleme, da will ich gar nicht exakt das zurückhaben, was ich einprogrammiert habe, sondern ich will ungefähr das zurückhaben. Und ein Beispiel sind zum Beispiel solche Vorschlagssysteme. Ja, wenn Sie irgendwie Amazon Prime Videos angucken oder bei Amazon einkaufen, dann bekommen Sie immer Vorschläge. Ach, willst du nicht auch das kaufen? Willst du nicht auch das kaufen? Das kann einerseits natürlich ganz normal billig gemacht sein, dass Sie einfach schauen, eben Kunden, die
das Produkt gekauft haben, haben meistens auch das, jenes Produkt gekauft. Okay. Es gibt das schöne Beispiel immer von diesen Film-Recommendations. Das funktioniert auch ganz gut. Da gibt es ein Tutorial davon, habe ich Ihnen hier unten hingeschrieben. Das können Sie gerne mal, steht auch im Skript drin. Können Sie gerne mal angucken oder auch selber nachprogrammieren, wenn Sie mögen. Ist eben die Idee, ich beschreibe jeden Film mit einer mit bestimmten Attributen. Und jetzt schaut ein Kunde einen Film an, dann gebe ich diese Attribute in meine Restricted Boltzmann-Maschine rein und rufe mit einer relativ großen Temperatur wieder ab, was die Boltzmann-Maschine mir zurückliefert. Und eben, wenn ich das mit der größeren Temperatur mache, dann bekomme ich eben nicht denselben Film wieder zurück, sondern ich bekomme einen anderen Film zurück, aber mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch einen Film, der auch eine günstige Energie hat. Das heißt, ich bekomme nicht einfach irgendeinen zurück, sondern ich bekomme einen ähnlichen Film zurück. Das ist eben ein Vorschlagssystem, so ein Movie Recommendation System. Ich sage, ich habe Toy Story angeschaut und ich bekomme aber nicht die Toy Story wieder zurück, sondern ich bekomme irgendwelche anderen Filme zurück mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit kann ich sogar was völlig anderes zurückbekommen. Ja, es kann sein, dass da mal ein Vorschlag kommt, der hat wirklich gar nichts mit meiner Toy Story zu tun, weil es ist eben Zufall. Ja, es geht nur nach der Wahrscheinlichkeit. Aber für so ein System ist es sogar gut. Ja, ich schlage dem Kunden dann halt vielleicht auch mal einen Film vor, der ganz was anderes ist. Wer weiß, vielleicht gefällt er Ihnen auch. Ja, also es gibt Fälle, wo dieses Unscharfe, dieses absichtlich Fehler machen, tatsächlich sinnvoll ist, und das ist eben so ein Beispiel. Ja. Da werden tatsächlich RWMs auch eingesetzt dafür. Das funktioniert ziemlich gut. Der Vorteil gegenüber einem normalen tiefen neuronalen Netz ist, es ist tatsächlich viel einfacher, viel schneller zu programmieren, auch viel, der Recall ist viel schneller. Das geht in irre schneller Geschwindigkeit alles. Ja. Deshalb, wenn man kein Perzeptron braucht, dann kann man mit der RWM die Probleme vielleicht besser lösen. So, unser Ausgangspunkt dieses RPM-Blocks war ja aber, wir wollen tiefe Autoencoder, tiefe Multilayer-Perzeptron-Autoencoder bauen. Und da soll uns die RPMs dabei helfen. Deshalb müssen wir als erstes mal überlegen, jetzt natürlich, könnte man so eine RWM vielleicht auch mehrschichtig machen? Also, ja, wir hatten bisher immer nur diese eine Schicht oder diese zwei Schichten, also einmal visible, einmal hidden. Können wir dann nicht vielleicht nochmal einen hidden und nochmal einen hidden und nochmal einen hidden dahinter bauen? Ja, klar, warum nicht? Geht natürlich. Die Frage ist, wie man es trainiert. Wir können das natürlich ganz normal durch trainieren. Ja, wir können ein Muster von vorne über beliebig viele Schichten nach hinten durchpropagieren und können dann alle Schichten mit der gleichen Lernregel problemlos trainieren. Das funktioniert auch nicht wirklich gut. Ja, weil dadurch, dass wir überall Zufälle im Spiel haben, wird und viele Gewichte haben, die alle vom Zufall letzten Endes beeinflusst werden, entsteht da tatsächlich nur Rauschen. Ja, das funktioniert nicht mehr. Es gibt aber auch hier einen Trick, wie man das wieder hinkriegt. Und zwar, der Trick heißt, wir ziehen die Schichten von unserer RPM, wo sind sie da? Wir ziehen die auseinander. Ja, wir ziehen das hier ein Stück weg. Und jetzt können wir hergehen und sagen, wir legen ein Muster, unsere 1 zum Beispiel, an die Visible-Schicht an. Und jetzt trainieren wir hier nur diese eine Schicht hin und her, hin und her, hin und her, hin und her, so lange, bis wir selbst konsistent sind, also bis das Ding es gelernt hat. Das bedeutet, für die 1, die wir hier anlegen, haben wir ein eindeutiges, fast eindeutig, weil es ist immer das P, ja, es ist immer die Wahrscheinlichkeit, aber ein fast eindeutiges Muster, das dadurch hier entsteht. Ja, und jetzt können wir doch in die nächste Schicht gehen. Ja, jetzt nehmen wir dieses Muster und trainieren die nächste Schicht. Wieder hin, her, hin, her, hin, her. Wir trainieren nur die eine Schicht. Und wenn wir die haben, dann trainieren wir die nächste Schicht. Und so kann man die RPM Schicht für Schicht trainieren. Das ist genial, oder? Weil das Problem von unserem Perzeptron war ja Vanishing Gradient. Sobald ich mehr als fünf Schichten habe,
sehe ich den Vanishing Gradient, dann sehe ich keine Gradienten mehr und dann trainiert das Ding nicht mehr. Hier trainiere ich immer nur eine Schicht. Da gibt es keinen Vanishing Gradient. Gut, irgendwann, in jeder Schicht spielt der Zufall eine Rolle, also irgendwann wird es dann auch zufällig, aber Vanishing Gradient haben wir nicht. Wir können jede Schicht für sich trainieren und praktisch so oft wir wollen das Ganze machen. Und das war jetzt eine ziemlich clevere Idee vom Geoffrey Hinton. Nachdem sowohl die Boltzmann-Maschinen als auch die RPMs eigentlich nicht allzu viel verwendet wurden die ganzen Jahre, gab es eben vor 10 Jahren etwa so einen großen Autoencoder-Hype. Da ist den Leuten aufgefallen, dass man mit den Autoencodern eben diese ganzen tollen Sachen machen kann, die wir hier in dem Vorlesungsblock hier besprechen. Und eben aber auch das Problem kam ins Bewusstsein, das Problem, dass man die tiefen MLPs eben nicht mehr trainieren kann. Und da ist dem Geoffrey Hinton das eingefallen, wir könnten doch hergehen und unseren Autoencoder statt aus dem MLP, aus dem vielschichtigen RPM aufbauen. Und dieses Ding hat er dann genannt Deep Belief Network. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, warum er es so genannt hat. Vielleicht weil er daran glaubt, dass es doch geht. Ich weiß es nicht. Das Deep Belief Network. Und was ist das Deep Belief Network? Das DBN. Das DBN ist zunächst eine RBM, ja, eine Boltzmann, eine Restricted Boltzmann Maschine. Und die kann ich über fast beliebige Größe, über fast beliebig viele Schichten problemlos von oben nach unten trainieren. Ja. Ich packe hier irgendwie ein Bild rein aus 20.000 Pixeln und trainiere die erste Schicht. Wenn die fertig trainiert ist, trainiere ich die nächste Schicht. Wenn die fertig trainiert ist, trainiere ich die nächste Schicht und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt erinnere ich mich daran, dass die Mathematik, die ich hier zum Training genutzt habe, Sigma mal Wx plus b ist. Ja? Aktivierungsfunktion mal Gewichtsmatrix mal x plus Bias. Genau das gleiche, wie wir es auch beim Perzeptron haben. Also sollten doch eigentlich die Gewichte, die ich hier bei der RBM abgeleitet habe und optimiert habe, die sollten eigentlich auch im Perzeptron sinnvoll sein. Deshalb gehe ich jetzt im nächsten Schritt her, nehme die Gewichtsmatrizen und die Biasvektoren und baue das Ganze um zum Multilayer-Perzeptron. Ich trainiere als RBM, ich verwende es als MLP. Ganz genau passt es nicht. Ja, beim MLP, wenn ich das jetzt als Klassifizierer betreibe zum Beispiel, brauche ich am Ende die Kategorien. Die habe ich bei der RBM ja nicht drin. Ja, die RBM, die wird ja nur unüberwacht, unsupervised trainiert. Ja, da gibt es keine Kategorien am Ende. Da geht es nur darum, dass er das Muster lernt. Das Typische des Musters, das ich oben rein stecke, soll bis nach unten quasi immer noch vorhanden sein, sodass das aus dem, was da unten steht, wieder rekonstruiert werden kann. Also wenn ich einen Klassifizierer machen will, brauche ich noch vielleicht einen Classification Layer hinten dran, der mir dann, so ein Prediction Layer, der mir dann meine Klassen macht. Der ist noch nicht trainiert, also ich muss noch mal trainieren. Man trainiert dann tatsächlich dieses MLP auch noch mal und man kann es auch noch mal komplett durchtrainieren. Aber wir haben jetzt eben schon Gewichtsmatrizen, die fast richtig optimiert sind. Die, für die RBM sind die schon im Minimum alle. Und wenn ich das jetzt als MLP betrachte, dann sind die auch schon fast im Minimum. Das heißt, ich habe eben eine super gute Initialisierung, sodass ich gar keine großen Gradienten mehr brauche, um das zu trainieren. Ich brauche bloß noch winzig kleine Gradienten, um das eben am Schluss noch in in die Mulde zu schieben wieder. Und deshalb kann man auch ein sehr tiefes MLP, das quasi vortrainiert ist als RPM, kann man relativ einfach fertig trainieren und hat dann ein trainiertes MLP, das man nicht so hinbekommen würde, wenn man es einfach gleich trainieren würde. Ja, hängt nicht von der Rechenleistung oder sonst was ab, sondern vom Vanishing Gradient, den wir auf diese Art und Weise ziemlich clever ausgetrickst haben. Also, da gibt es einige super schöne Anwendungen. Wenn Sie mal nach DBN, Deep Belief Network, googeln, finden Sie eine ganze Menge ziemlich schöne Anwendungen davon.
die man damit machen kann. Man kann natürlich auch, ja, wir sind ja im Kapitel Autoencoder, man kann natürlich auch Autoencoder bauen. Dann gehe ich her, mein RBM hat ja hier aufgehört, ja, das war nur von da bis da, das war mein RBM, ja, das hier. Das baue ich um zum MLP, so wie gerade eben. Und jetzt nehme ich das Ganze nochmal und packe es unten nochmal drunter. Ich nehme die gleichen Gewichtsmatrizen und packe die gespiegelt unten nochmal drunter und baue das Ganze aus zum Autoencoder. Ja, und wenn ich hier 5 Schichten hatte oder 7 oder 10 Schichten hatte, mache ich einmal einen Flip und dann habe ich 20 Schichten und habe ein extrem tiefes Multilayer-Perzeptron, das Riesenschwierigkeiten machen würde, wenn ich das so bauen würde. Aber es ist ja schon fast fertig trainiert und ich kann es fertig trainieren und ich bekomme einen perfekt trainierten Autoencoder, der sehr, sehr, sehr tief ist. Also dieser DBN-Trick, der ermöglicht es uns tatsächlich, sehr tiefe Autoencoder mit vollständig verknüpften Schichten zu bauen. Aufgrund der Tatsache, dass eben die Mathematik ganz ähnlich ist zwischen den beiden neuronalen Netzen, zwischen RBMs und MLPs. Jetzt habe ich unscharf. Okay. Da kann man alle möglichen Spielereien machen. Ja, die haben auch solche Sachen probiert. Es ist sogar möglich, solche Autoencoder zu bauen, die gar kein Bottleneck mehr haben, weil eben die RBM so ein cleveres Training macht, dass hier drin, obwohl ich jedes Mal, was sind das, 500 mal 500 sind 250.000 Parametern. Ja, hier oben habe ich das sind jetzt 5 Millionen Parameter und hier habe ich jedes Mal 250.000 Parameter und da wieder Millionen Parameter, also irre viele Parameter. Die kriege ich aber eben über die RBM so gut vortrainiert, dass sowas tatsächlich am Ende auch noch funktioniert und was Sinnvolles macht. Okay, das ist die DBN, das Deep Belief Network. Nicht vergessen, wenn Sie einen tiefen Autoencoder brauchen irgendwo, probieren Sie das über das Vortraining mit der Boltzmann-Maschine und dann wird auch das funktionieren.